1a, ich zeichne ein Bild in einem Koordinatensystem und die Aufgabe lautet, bestimmen Sie den Abstand zwischen Punkt A, zwischen dem Punkt A, 1,3 und zwischen Punkt B, 5,2. Ich darf zeichnen, wenn die Achsen X und Y wären, dann habe ich 1,3 irgendwo hier liegen. Oh, das ist mein Goränger, der gerade vorbeigeht. Ich höre das von draußen. Der Goränger aber Adam ist da. A. Und B. 1, 2, 3, 4, 5 Stück nach rechts auf der X-Achse. Ah, das stört mich. Und 2 hier auf der Y-Achse. Meine Konzentration ist gestört. Wegen dieser Adamada. Das ist 5,2 und 1,3. Habe ich recht? So habe ich den Punkt B. So, Vorschlag. Wie kann ich den Abstand berechnen? Übrigens, Abstand heißt immer in Physik, in Mathematik, den direkten Strecken. Die direkte Strecke zwischen den beiden. Die kürzeste Strecke. Direkte Strecke. Kürzeste Strecke. Genau. S. Kürzeste Strecke. Vorschlag, Brade so Papua. Wie kann ich das jetzt berechnen? Ich helfe Ihnen ein bisschen und Sie helfen mir dann weiter. Ich zeichne ein Dreieck. Ist das okay? Ja, ich zeichne ein Dreieck. Und dann rum. Wie kann ich dieses S bestimmen? Ich kann nicht hören. Ja, Pythagoras gleich. Und wie genau jetzt? S Quadrat. Vier. Woher haben Sie 4? 5 minus 1. Ah, und wie heißt 5 minus 1 mit Mathematikbegriff? Die Differenz von? Abzise, genau. Das heißt, Delta? X. Abzise, Differenz. Müssen Sie merken. Sie müssen auch in der Lage oder fähig sein, das zu sagen, zu äußern. Das ist Abzise, Differenz. Zum Quadrat, genau. Und dann plus Delta Y. Wie heißt Delta Y in Worten? Wie heißt sie? Delta Y. Wie nennt man? Also ich hab schon ein Beispiel gesagt. Delta X nennt man Abzise Differenz. Und Delta Y? Ordinate-Differenz. Zum Quad? Prima. Pythagoras eigentlich. Aus dem Dreieck, Pythagoras. Ja, lass uns jetzt konkret. 1a, Ergebnis direkt. Ich will keine Rechnung machen, das ist ganz easy. Wurzel 17. Und Einheit? Gibt es leider nicht. Deshalb schreibt man LA. Nicht Los Angeles, aber Längen, Einheit. Sehr gut. 1b. Antwort? 4 Wurzel 2 LE. Gut. Haben Sie Fragen für die Aufgaben in 1? Okay, dann. Yes, was haben Sie noch nicht? Die Aufgaben geschrieben, was wir machen müssen. Genau, gerne. Können Sie nochmal. Ja, dann ist es schon 8:45. Ich schlage vor, wir machen Pause. Ist es okay? Ja, müssen Sie auch. Vielen Dank. Und meine Sekretärin, können Sie mir helfen? Danke, bis dann.